Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu Birdgut. Ja, gut, wir sind gestorben. Danke dafür. Das wäre jetzt schön, wenn wir das sogar mal schaffen könnten, ne? Ich habe komplett vergessen, wie das ging. Ich werde doch nicht so eine lange Aufnahmepause machen sollen. So. Moment. Eins? Moment, zurück. Immer mit der Ruhe. Wow. Habt ihr diese Beschleunigungskurve gesehen? Grelle Wahnsinn. Ich komme nicht wieder über die Laser drüber, das ist klar. Komm schon, die leichte Passage will ich doch wohl schaffen, oder? Geht doch. Und hier runter. Dann hier hinterher. Und da drauf. Danke fürs Warten. Da kommen jetzt diese komischen Kanonen, die nichts treffen. Weißt du was? Irgendwann bleibe ich da wirklich stehen und dann werde ich wirklich getroffen, ne? So, dann über diese wunderbaren Kreissägen. Jetzt kommt dieser Laser. Und dann der Hammer. So weit, so einfach. Wart auf mich. Gut. Einfach mal ganz nach vorne. Der grelle Wahnsinn. Oh. Schön ruhig bleiben. Das haben wir schon mehrfach geschafft in der letzten Folge. Geht doch. Und dann wieder hier entlang. Halt, Auto, halt! Wieder zurück zu den Kanonen. Ich frage mich, wozu diese Kanonen da sind, wenn die eh nichts treffen. So, hoppala. Das wäre beinahe schief gegangen. Und dann hier entlang. Also dieser Levelabschnitt, ne? Der macht einen kirre. Hopp. Und hopp. Fully concentrated. Zu früh losgesprungen. Ich sag's doch. Hopp. Und hoppala. Wunderbar. War ich ein bisschen voreilig, ne? Ihr seht mich nicht. Und wenn, dann ist es eh schon zu spät. So weit, so einfach. So. Jetzt kommen diese dämlichen Sägen wieder. Geht doch. Jetzt kommen diese blöden Haken, oder? Wow, oh, wow. Ah, ich hab's geschafft. Könnte das denn passieren? Bleib stehen. Oh. Jump. Wow. Danke für den Hinweis. Oh. Was? Wir haben's geschafft. Wie könnte das denn passieren? Ich krieg die Krise. Wir haben's geschafft.
Oh, hinter mir ist eine Tür zugegangen. Das ist schön. Das heißt, wir müssen da nicht mehr zurück. Was ist jetzt mit dir? Oh, dich muss ich aktivieren. Das ist ja nett. Ja, wir kriegen so viele Bomben, wie es geht. Brauchen wir die überhaupt? Hätte das so sein sollen? Ich glaube, ich habe es mit den Bomben ein bisschen übertrieben, ne? Aber ich glaube, wir brauchen hier wirklich mal eine. Huch. Na gut, hier müssen wir auch nochmal sprengen. Nochmal? Nee, das reicht schon. Doch nicht. Bombe? Zeig deine Wirkung! Oder war das schon so richtig? Nö. Ich glaube, ich brauche dieses Gerät hier, oder? Nee. Weil ich hätte auch genug Bomben hier stapeln können. Aber schön, wenn mal die Rätsel mal ein bisschen logischer und einfacher sind, ne? Oh, die Wände kommen näher. Ist euch das aufgefallen? Oh, oh. Boah, bloß keine Panik. Komm da einfach die Wände näher. Das können die einen alten Klaustrophobiker wie mir doch nicht antun. Geht doch nicht. So nicht. Schneller, schneller. Nein! Gut, ich muss da deutlich schneller hoch, wie es aussieht. Keine Zeit zu verlieren. Nein! Hörst du mir nicht zu? Nö, anscheinend nicht. Diese Levels, ne? Wer die sich ausgedacht hat, dem gehört sich ein Orden verliehen. Ein Orden für Masochismus und so ein Dingskirchen, verstehst du? Nein! Hilfe! Ja, auch diese Folge wird ein bisschen atmosphärisch, ne? Komm schon. Ich komme noch nicht hoch. Nein. Wieso kannst du nicht fliegen, du dumme Biene? Nein. Eigentlich kann ich jetzt schon aufgeben. Ja, kann ich. Grelle Wahnsinn. Moment. Einfach mal schön durchatmen. Vielleicht wäre das mit dem gelben Bett ein bisschen leichter. Nein, ich war oben. Alles klar, ich muss noch ein bisschen effizienter sein. Kann ich das irgendwie zurücksetzen irgendwo? Ja, falls ihr meine Tastatur hört beim Reden, es tut mir leid. Aber ich bin so wie ich bin. Nein, ich war schon wieder oben. Nur noch 500 Versuche, dann haben wir es geschafft. Leute, das wird super. Ich hoffe, das war danach die letzte Passage, wo man draufgehen konnte. Nein. Wow. Ja, zumindest sind die Checkpoints fair gesetzt. Bitte lass den Checkpoint fair gesetzt sein. Ja, ist er. Gut. Huch.
Und? Whoop. 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 Wow. Wieso Sprünge ins Blinde? Warum? Was habe ich nur getan, um das so zu verdienen? Ah. Balla. Natürlich ein Sprung durch zwei Kreissägen. Du kannst mich mal spielen. Weißt du, wenn ich mit dem Spiel durch bin, kann ich genauso gut Unfair Mario oder Kaiser Mario spielen oder Kaizo Mario, wie sich das schimpft. Weil das genauso grotesk ist. Was die Nerven angeht. Kann man die Kreissägen nicht irgendwo einfach deaktivieren? Huch. Huch. Geht doch. Oha. 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 Nein. Bitte lass den Checkpoint fair sein. Er ist fair gut. Was mir aber auch nicht viel bringt. Was zur Hölle? Ich muss früher losspringen. Noch früher. Früher losspringen, nicht reinlaufen. Zack. Komm, lauf zurück. Geht doch. Ja, drück mal den Knopf hier. Muss ich da runter? Schauen wir mal, ne? Du betätigst den Fahrstuhl? Gut. Oh. Oha. Ich glaube, wir müssen den Laser darüber lenken. Ich würde dich gerne auf die andere Seite lenken. Na, geht doch. Na, jetzt wird es ja gleich interessant, ne? Guck mal, da haben wir es ja. Hopp. Geht doch. Ja gut, kann man schaffen. Oha. Und nun? Muss ich das da nach da lenken? Kleinen Schubs. Na, guck mal, die nächste Tür ist offen. Der grelle Wahnsinn. Irgendwas haben wir jetzt aufgesperrt. Na gut. Dann bleibt das halt eben so. Oha, jetzt glaube ich, müssen wir das hier wieder zurücklenken, wie es aussieht. Damit die Tür da links wieder aufgeht. Ja, easy. Die Frage ist, was haben wir aufgesperrt? Da hoch komme ich nicht, nee. Oh, naja, da ist ja noch ein Schloss.
Oh, guck mal. Da geht's rein. Ja. Ja, ich bin auch schlau, ne? Ja gut. Da ist schon mal Sprit. Und eine unsichtbare Wand. Also dieses Sprit... Also der Sprit muss hier rein. Aber was soll ich da machen? Hier ist doch eine unsichtbare Wand. Ja gut, da krächzt ein Hahn. Oh, guck mal. Oha! Oha. 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 Nein. Hoppala. Oha. Schwerkraft und so, ne? Ja, danke. So. Ne. Wunderbar. Dann darüber. Das war knapp. So, wunderbar. Und rein da. Wupp. Oh, da kommt die Treppe runter. Mal kurz gehustet. Ja, so, ich muss die Kiste hier draufsetzen. Moment. Wie bekomme ich die Kiste da raus? Das ist doch phänomenal. Ah, Leute, Leute. Ich muss drüber ein bisschen nachdenken, würde ich behaupten. Ich kann hier drehen und wenn ich hätte hier niemals reingehen sollen. Ja, ich brauche die Kiste da unten. Genau, damit ich hier rüber kann. Ich brauche die Kiste hier. Das irgendwie resetten? Moment, aber ich kann die höchstwahrscheinlich rausschieben. Verdammt, bin ich schlau. Ich muss die Kiste ständig schieben. So nicht. So aber auch nicht. So musst du hier rüber. Du bleibst immer bei mir. Au. So. Geht doch.
Na gut, fahren wir noch eine extra Runde. Noch eine Runde noch. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? So. Geht doch. So, meine Schnuffels, aber ich würde mal sagen, wie es hier weitergeht, erfahren wir dann leider erst im nächsten Part. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssili.